Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil. Wir sind kurz davor, das Labor zu betreten und packen jetzt erstmal wieder das Farbband weg. Wir haben was zum Heilen, genug Munition und Waffen haben wir auch mit dabei. Und dann gehen wir mal rein und schauen mal, was uns hier so erwartet oder hoffentlich auch nicht erwartet. Aha, ist wieder ein Kanister. Ich höre euch. I see you. And I hear you. Hallo? Entschuldigung, Doktor, ich habe da was. Hier, direkt vorne an der Flinte. Sehen Sie das? Oh. Wo ist dein Kollege? Hier, Arzthelfer. Medic, we need a medic. Ah! Alter. Ist wirklich ein Arzthelfer. Das ist ja lustig. Hallo? Ich sagte hallo. Er steht direkt vor uns und wir verfehlen sein Gesicht. Was haben wir denn da? Noch eine Modeskette. Jetzt haben wir schon zwei. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber ich glaube, den Granatwerfer packen wir weg. Wir nehmen lieber nochmal Pistolenmunition mit. Modeskette können wir, glaube ich, auch erstmal wegpacken. So, nehmen wir nochmal die Kräuter mit. Kraut Nummer 1. Kraut Nummer 2. Und hier Feuerzeug und Kerosin auf jeden Fall. Weil ich möchte nicht, dass die wieder aufstehen. So, das kann wieder hier rein. Modusketten packen wir unten zu der anderen Moduskette. So, jetzt brauchen wir einmal Treibstoff und Feuerzeug. Und den packen wir weg. Packen wir da mal mit hin. So. Ja, ich glaube, das sollte ausreichen. Ich weiß nicht mal, ob wir das Spray mitnehmen sollten. Können wir erstmal hier mit hinpacken. So. Wir sind ja komplett geheilt, also schieb was drauf. Wenn wir drauf gehen, gehen wir drauf. So. Der ist weg. Der andere müsste da noch liegen. Hoffentlich noch nicht mit rote Füßen. Hat er doch schon? Ah ne, hat er von vornherein gehabt, oder? So. Schniedel anzünden. Feuer an die Lunte. So, verbrannt. Das wollen wir nämlich nicht. Ein Teil des Schreibtisches ist mit einer Art Säure bedeckt. Okay. Das ist ein elektrisches Verriegelungssystem. Oh, auch gut. Also sollen wir natürlich runter. Immer tiefer. Bin ich nicht unbedingt für, aber sie wird schon machen. Wir haben hier jetzt alles Mögliche erlebt. Ne? Ob das jetzt Zombies, Hunde, Hunter, keine Ahnung was gewesen sind. Hochziehen. Ja. So muss das sein. Dann brauchen wir nämlich keinen Keros. Doktor. So, so. Och Mann! Dolch, fall um. Genau, bitte liegen bleiben. Jo, macht er. Gleich anzünden. So, haben wir den auch schon mal weggekohlt. Aber in diesem Falle holen wir uns dann. Das war der falsche Raum. Ups! Hallo? Gut, nee, wir gehen einfach erstmal so wieder zurück. Das lassen wir noch eben liegen. Da kann nichts drin sein, außer irgendwas, was uns heilt. Nicht umsonst steht da First Aid drauf. So. Ja, ich bin echt nicht davon so überzeugt, dass wir hier unten rumrennen sollten.
So. Nicht dort lang, da lang. Ecke. Also das Labor, das finde ich bisher ziemlich seltsam. Sie haben Kanister mit Kerosin gefüllt. Das ist gut. Haben auch wieder zwei Auffüllungen oder zwei Ladungen, wie auch immer. Schrotpatronen haben wir noch 5. Immer mal überprüfen, nicht, dass wir gleich dastehen. Aber vielleicht ist das auch der Trick, nicht zweimal dann drauf zu schießen, wenn das wenn das nicht klappt mit dem Kopf zerschießen, einfach durch rein und dann ist in Ordnung. So. Ich würde ganz gerne erstmal diesen Gang hier versuchen. Da haben wir eine Tür. Oh, hier geht's auch noch weiter. Leute, was habt ihr euch denn hier? Ach so, hier geht's im Kreis. Dann nehmen wir erstmal den großen Raum in der Mitte. Diesen hier. Tür ist verschlossen. Eine Art Hochspannungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Okay, dann nehmen wir nicht die Tür, sondern, ja, wir sind ja gerade hier, nehmen wir die. Ist verschlossen. Hochspannungssymbol, okay. Weil wir schon mal hier sind, nehmen wir mal die Tür. Und schauen. Ah, Magnum-Muni. Aber die ist so sichtbar, dass hier doch irgendwas Dummes passiert, oder? So, wir haben sie. Hm? Nicht? Was ist denn das hier? Ein Teil einer Leiche liegt auf dem OP-Tisch. Okay, ein Teil einer Leiche. Puh. Wo ist denn der andere Teil dann? Was haben wir denn hier? V-Act. Notiz eines Forschers. Es gibt begründeten Anlass zu der Vermutung, dass das T-Virus-Mutagen das Genom im Körper seines Wirts beeinträchtigt. Der Körper des Wirts geht erwiesenermaßen in einen stabilen Ruhezustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegende Zusammensetzung des Körpers. Der Wirt mutiert dabei allmählich zu einem humanoiden Wesen. Wir haben dessen Wesen den Namen V-Acts gegeben. Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeit und die erstaunliche Muskelentwicklung. Nach der Umwandlung wird es wendiger und aggressiver. 4 unserer Forscher sind beim Versuch, es zu füttern, bereits ums Leben gekommen. Das Gehege wurde umgehend zum Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Vorfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Dieser ebenso gefährliche wie kostbare Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Terminierung ist völlig ausgeschlossen. Letztendlich beschlossen wir, es zu gefrieren und den Körper im Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Das war das Viech gewesen, gegen das wir gekämpft haben, so wie es aussieht. Ui, was haben wir denn hier? Oh, Login. Barry. Burton. Boah, schade. Ja, wir sollten gucken, wo wir etwas finden. Ein Login oder sowas. Ihh. Was hängt ihr denn da so rum? Die Leichen sind gefroren und in Plastiksäcke verpackt. Ah, was haben wir denn da? First Aid Kasten mitnehmen? Nö. Lassen wir erstmal noch liegen. Oh, was haben wir da? Eine Reihe von Chemikalien, die sie noch nie gesehen haben. Aber ich will das da sehen. Genau, ein Batteriepack. Ja. Und wer weiteres ist hier jetzt nicht zu finden, so wie es aussieht. Also haben wir hier nochmal einen First Aid Kasten. Aber können den Computer hier jetzt gerade nicht nutzen. Da geht's nicht durch. Biologischer Gefahrenstoff. Dieses Symbol kennzeichnet biologische Gefahrenstoffe. Da haben wir nicht viel dazu gelernt, aber das Biohazard-Symbol, klar,
Das kennzeichnet genau das. So, wir wissen, wir können da vorne rein, aber war hier noch was? Hier ging es nur weiter rum, aber wir schauen hier jetzt nochmal eben, ob hier irgendwo was mit zwischen liegt. Sieh an! Neuer Dolch! Ein verwendet, gleich ein wiedergefunden. So, das habe ich nicht gelesen. Die Regale sind voller großer und kleiner Behälter. Winzige Eier kleben an den Behälterseiten. Und noch ein Magazin gefunden. Sieh an, sieh an. Ein OP-Tisch steht herum. Gut. Dann können wir jetzt, glaube ich, auch hier mal durch. Und schauen, was sich hier verbirgt. First Aid brauchen wir nicht. Was ist da? Ist das hier ein Raum, Umkleideraum oder was? Röntgen? Röntgenbild. Mitnehmen? Ja. Das wollen wir uns aber erstmal angucken, prüfen. Größer. Clark David. Nummer 11. Es steht ein Name drauf. Clark David. Das haben wir bereits gesehen. Wir sind ja nicht blind. Keine besonderen Merkmale. Clark David. Nummer 011. Könnte ein Login sein. Oh, da haben wir noch mehr. Gail Holland. Ein Memo auf dem Notizbrett erregt ihre Aufmerksamkeit. Auf dem Notizblock steht gekritzelt: Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die Initialien alphabetisch geordnet werden. Die Initialien alphabetisch geordnet werden. Okay. Das machen wir doch mal. Wollen wir einen Zettel und einen Stift? Da haben wir das Ganze. So, wir hatten Clark David, also C, D. Hier haben wir Gail Holland. G, H. Der Notizblock steht gekritzelt. Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die Initialien alphabetisch geordnet werden. Ja, die Initialien vermutlich von den Probanden hier, oder? Alex Badgett. A. B. A, B, C, D, G, H. Okay. Oberrand steht der Name Alex Badgett. Ja, okay. E, F. Okay. Oberrand steht der Name Ed Fischer. Brief des Forschers. 8. Juni 1998. Meine liebe Ada, wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Verstands, wenn ich an mein bevorstehendes Schicksal denke. Ich würde alles geben, um nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hole bitte das Material aus dem Raum für visuelle Daten. Aktiviere dann den Selbstzerstörungsmechanismus des Hochspannungsraums und flüchte von hier. Bitte unternimm alles in deinen Kräften Stehende, um diesen Unfall publik zu machen. Falls noch alles normal funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. Ich habe das Terminal im kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, so dass du dich unter meinem Namen mit deinem Namen als Passwort anmelden kannst. Ada. Ada.
Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in den Keller in der, um die Tür in der Kelleretage 2 zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten ist. Als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in einem Röntgenbild verschlüsselt. Ich kenne dich und bin sicher, dass du das schnell herausbekommst. Ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich hoffe, du brauchst mich in diesem Zustand nicht sehen. Doch falls du mir in meiner schrecklichen Form begegnen solltest, erlöse mich bitte von meinen Qualen. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Ada, liebe John. John. Haben wir John und Ada. John, Ada. Ja. Haben wir herausgefiltert. Danke. So. Ah, siehst du im Röntgenbild. Warte mal. Wir haben doch eins eingesammelt und da vorne fehlt eins. Wir verwenden. Haha. Machen wir mal das Licht aus. Das ist eine Art Schalter. Drücken. Jupp. Okay, das Licht ist nicht aus. Wir werden uns das, glaube ich, gar nicht aufschreiben. Na, mitnehmen. Ja, nehmen wir mit. Memo auf dem Notizblatt. Ja, genau. Ah, jetzt verstehe ich. Von wegen alphabetisch. Das kriegen wir schon hin. Dort war AB. Gail Holland. Das müssen wir nochmal wieder einsammeln. Nee, das ist Clark David. Warum sieht man hier Gail Holland? Da ist ein Platz für ein Röntgenbild. So. Aufgehängt. Nu. Ein Teil glüht rot. Ja. Hier. Der Teil. Röntgenbilder anders anordnen? Ja, von mir aus. Meine Aufnahmen wurden ausgetauscht. So. Teil glüht rot. Keine Erinnerung. Ja. Meine Aufnahmen wurden ausgetauscht. So, was haben wir denn hier? Das glüht rot. Ein Teil glüht rot. Ja. Deine Aufnahmen wurden ausgetauscht. So. Wir haben jetzt hier Alex Badgett. Dort haben wir Ed Fischer, AB. So, wir wollen das hier. Yep. Beiden Aufnahmen wurden ausgetauscht. So, jetzt schauen wir hier nochmal. So. Auf dem Notizblatt steht gekritzelt zum Öffnen der elektrischen Tür. Müssen die Initialien alphabetisch geordnet werden? Das haben wir ja gemacht. Wir haben jetzt hier Alex Badgett. Dort haben wir Clark David. Nein. Dort haben wir Ed Fischer. Dort haben wir einen Teil rot. Ich verstehe. Moment. Der untere Teil des Darms. Also untere Teil des Darms. Das ist die Speiseröhre. Oder die Luftröhre. Nein. Leber, ja. Und Lunge. Nein. So, der untere Teil ist das erste. Das ist C. Dann hatten wir gesagt Small Intense war das nächste, oder? Nee, Quatsch, hier. Das Esophagus war das nächste. Dann L für Leber. Und L für Lunge.
Ich hoffe, das reicht als Initialien. Also, jetzt haben wir Cell aufgeschrieben. C-E-L-L. Das könnte es gut sein, das Passwort, was wir gegebenenfalls benötigen. Hier ist sonst nichts. Wie an? Eine Vorrichtung. Hebel zum Öffnen der Schlösser. Wenn Sie die Schlösser an den Hebeln öffnen könnten. Okay. Was haben wir denn hier? Tür ist verschlossen. Es öffnen sich auf jeden Fall gleich irgendwelche Türen. Ich denke mal, das können wir jetzt mitnehmen. Nur für den Fall. Prüfen. Hui, Mensch, wir haben wieder eine Mischung aus zwei Kräutern. Mischung aus zwei Kräutern ergibt einmal Spinat. So. Dann schlage ich vor, gehen wir wieder zurück in den Laborraum, wo wir den Computer gefunden haben. Welcher ja hier oben gewesen war. War er nicht? War er unten? Hier kommen wir nur zurück zu dem Speicherraum, ne? Ja. Ich glaube schon. Oh Gott, Leute. So. Ja, Schreibmaschine. Da müssen wir nicht hin. Wir müssen wieder runter. Ja, so ist das. Ich verlaufe mich gerne in solchen Orten. Ich merke mir das nicht immer auf Anhieb, wo wir lang gegangen sind und wo nicht. Und da das hier alles relativ gleich aussieht, ist das auch ein bisschen schwieriger, sich immer alles zu merken. So, da waren wir drinne. Dort den Computer wieder benutzen. So. Nein. Wieder ran da. So, John. Enter. Ada. Enter. Und? Verified. B2F Basement Door Lock Operation Select Floor BF C E L L Permission granted. Unlocked. Okay, wir haben die Türen freigeschaltet, also Cell war sogar richtig. Das ist schön. B3F. Unlocked. Wir haben das Labor also jetzt komplett aufgeschlossen. So. Super. Das ist doch eine schöne Sache. Wenn das mal alles immer so einfach gehen würde. Ich meine, klar haben wir da so ein bisschen rumgebastelt. Aber ich denke, das Ganze ließ sich auch sehr, sehr plausibel entschlüsseln. So fand ich es auf jeden Fall. Wobei das mit dem Hin- und Herhängen der Röntgenbilder, dann der Rest dabei und so, das weiß man. Okay, das ist unser Schatten. Ja, Angst vor unserem eigenen Schatten. Das ist beinahe lächerlich. Jetzt packen wir erstmal wieder ein paar Sachen in die Kiste. So, das kann mit in die Kiste. Das kommt oben mit zu den anderen Patronen. Das hier packen wir damit zu. So, haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. Direkt speichern. Da wollen wir nicht nur alles nochmal machen. So. Speicherung 18.
Gut, Speichern beendet. Ja. Das ist doch schon mal gut gelaufen. Ja, folgedessen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Resident Evil und Floor B2, B3. Ciao.